Meine Herren Landesräte, Herr Stadtrat, Herr Abgeordneter, lieber Joschi, meine Herren Präsidenten, Herren Generaldirektoren, liebe Ehrengäste, hohe Versammlung. Ich bedanke mich, dass ich hier heute ein Grußwort halten darf. Und dieses Grußwort hat für mich eine besondere Beziehung. Und gestatten Sie mir da den Rückblick auf den 17. September 1994, ein Tag, wo das EDV-Zentrum in Raber eröffnet wurde. Georg Doppelhofer und Joschi Riegler haben mich damals eingeladen und ich durfte damals ein Grußwort sprechen. Es war dieses das erste Grußwort, das ich in meiner Funktion als Generalsekretär des Österreichischen Raiffeisenverbandes halten konnte, weil 4 Wochen vorher bin ich Generalsekretär geworden. Nachdem ich kommenden Dienstag diese Funktion an Andreas Bank übernehmen werde, ist es hier das letzte Grußwort, das ich im Rahmen einer Generalversammlung einer Raiffeisenorganisation halten kann und darf. Dafür bin ich dankbar, weil irgendwie es schließt sich der Kreis. Ich habe das immer sehr gern gehabt, dass sich irgendwie ein Kreis schließt. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Und daher erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick und eine persönliche Analyse. Damals, in diesem September 1994, waren kurz davor, am 12. Juni, die Volksabstimmung für den Beitritt oder über den Beitritt zur Europäischen Union mit einer überwältigenden Mehrheit von 68%. Am 01.01.1995 der Beitritt zur Europäischen Union mit allen Hoffnungen, mit allen Freuden, mit auch Euphorie. Und natürlich waren damals auch schon die ein oder anderen Sorgen. Liberalisierung war ganz groß geschrieben, weg mit Reglementierungen. Viele werden sich von Ihnen erinnern an den Wegfall der Marktordnung, Milchwirtschaftsfonds, Getreidewirtschaftsfonds, Viehwirtschaftsfonds, alles, was wir da so gehabt haben. Alles ist weggefallen, hat Verunsicherung gebracht. Man hat nicht gewusst, wie kommt man jetzt in die Zukunft, wenn diese Reglementierungen wegfallen. Aber gleichzeitig waren auch Hoffnungen. Große Sorge auch vor ausländischer Konkurrenz. In vielen Bereichen, die den Raiffeisenbereich betreffen, ich meine hier insbesondere den industriellen Bereich und den Verwertungsbereich, nicht so sehr im Finanzdienstleistungsbereich. Man hat nicht genau gewusst, wie wird das werden. Und die Sorge insbesondere der Molkereien, dass die ausländischen Produkte, Müllermilch, in die Regale hineinkommt und die österreichischen Produkte vorhin hinten heraus, war sehr, sehr groß. Und was hat sich da jetzt entwickelt? Und gestatten Sie mir nur einige Blicklichter. Es wäre an sich wert, ein Referat darüber zu halten, aber ich habe ein Grußwort und möchte den Veranstalter nicht überstrapazieren, nämlich seine Nerven. Ich versuche kurz zu machen. Im Handelsbereich, insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel, kein Konsum mehr, kein Meindl mehr, kein Löwer mehr. ADEC ist nicht mehr selbstständig, die KHG ist weg. Eine Konzentration im Handel, die für die Industrie und für den Verwertungsbereich notwendig war, zu reagieren. Wie haben unsere Molkereien reagiert? Aktiv darauf zugegangen und haben die Herausforderung gepackt. Die drei Großen von damals hatten einen Marktanteil von 23%, heute 62. Haben spezialisiert, viele aus diesem Bereich werden sich noch erinnern, wir haben entweder Milch in Trockenmilch verwandelt, oder in Käse produziert. Ich habe immer gesagt, das ist eine Art Gummikäse, der tonnenweise auf Lager lag, wo man dann versucht hat, irgendwie die zu exportieren. Heute hochspezialisiert. Eine große Leistung, weil aktiv darauf zugegangen. Ich bin sehr dankbar für diesen Film, möchte gratulieren dazu. Der Lagerhausbereich. Was hat sie in der Zwischenzeit getan? Es kam Obi, es kam Hornbach, es gab die ganzen Baumärkte. Und bewährt hat sich das Lagerhaus. Nah für alle da. Das ist ja in Wirklichkeit das Geheimnis. Und die Spezialisierung, die angesprochen wurde, gibt es eben dort. Und auch das Internet ist somit nicht die Gefahr, wie für viele andere auch. Aber aktiv darauf zugegangen.
In dem Sinn auch, dass man Partnerschaften eingegangen ist, in dem Sinn mit dabei war. Ich glaube, das sind die Beispiele, wo man sieht, wenn es Veränderungen gibt am Markt, heißt es aktiv darauf zugehen. Nehmen wir jetzt den Bankenbereich, kurz her und beleuchten den. Da hat es einmal die CA gegeben. Da hat es dann die Bank Austria gegeben als eine österreichische Bank, was bekanntlich nicht mehr der Fall ist. Es hat die BSK gegeben als Postsparkasse. Es hat die BAWAG als eigenständige österreichische Bank gegeben. Das gibt es alles nicht mehr. Über die Investkredit und Kommunalkredit verbreitere ich mich jetzt nicht. Es hat sich ja unglaublich viel getan, wobei vieles nicht durch EU-Einfluss war, sondern da hat es viele Managementfehler und politische Entscheidungsfehler gegeben. Was hat die Raiffeisen Bankengruppe gemacht? Sehr erfolgreich. Die Expansion in den Osten. Meine Damen und Herren und liebe Freunde, in all diesen Jahren hat es fast jährlich Awards gegeben. Die Raiffeisen Bank International und vorher die Raiffeisen Zentralbank ist jährlich ausgezeichnet worden als die beste Bank in der Region in CEE. Und die Erträge, die dort erwirtschaftet wurden, haben alle gerne genommen. Hat auch geholfen, schöne Bilanzen vorzulegen. Und jetzt gibt es natürlich das eine oder andere an Problemen, die extern, hauptsächlich extern verursacht sind. Und es ist in Wirklichkeit eine Weltwirtschaftskrise und eine kriegerische Auseinandersetzung und Konflikte, die ein Wirtschaftsunternehmen alleine nicht beherrschen kann und auch nicht beeinflussen kann. Das ist auch eine Herausforderung. Und wenn Karl Sewelter vor kurzem die Verluste als Einmalverluste dargestellt hat, mit der Perspektive, wenn die verkraftet sind, gibt es wieder 2015 die dementsprechenden Erfolge, dann ist es erfreulich, aber gleichzeitig sollte es auch Auftrag sein, so aktiv auf die Veränderungen zuzugehen, wie in den anderen Bereichen auch zugegangen wurde. Ich bin sehr froh, dass seit einiger Zeit die Verhandlungen und Beratungen laufen zu einer gemeinsamen IT-Lösung für den Raiffeisen Bankensektor. Ein Bereich, der extrem wichtig ist. Aber um den Kostendruck, der da ist, zu minimieren und Kosten herauszunehmen, wird es auch andere Schritte bedürfen. Und hier gibt es aber auch, und das sollte von allen getragen werden, sollte es die Bereitschaft geben, aktiv darauf zuzugehen. Und wenn ich diese drei Bereiche angesprochen habe, dann lassen Sie mich nur ganz kurz noch, weil wir heute hier beim Revisionsverband sind. Das Geheimnis der bisherigen Wirtschaft der Raiffeisen Genossenschaften war die funktionierende und qualitativ optimal aufgestellte Revision. Und das hoffe ich, und ich weiß es auch und bin sicher, dass alle Verantwortungsträger dies auch sicherstellen, um die Erfolge auch weiter zu garantieren. Ein Geheimnis, das andere so nicht haben, darum geht es den anderen auch nicht so. Was wünsche ich Ihnen und somit stellvertretend allen Revisionsverbänden, aber wenn Sie so wollen, der gesamten Raiffeisen-Familie? Einen Mut und den Willen, weiterhin zu verändern, aber gleichzeitig zu berücksichtigen und zu bewahren. Wenn ich jetzt sage, die Raiffeisen-DNA, dann meine ich das, was in dem Film war. Vertrauen, Sicherheit und die Verbundfrage immer hochzuhalten. Ich hoffe, dass das gelingt und würde mich freuen, bei einer der nächsten Generalversammlungen hier zu sein und darüber Bericht zu hören, dass es geklappt und funktioniert hat. Alles, alles Gute und viel Erfolg.